So, ein wunderschön und herzlich willkommen zu einem kleinen angekündigten Special. Und zwar Lowcore, wie man ja im Titel bereits sieht und wie ich auch im vorigen gesagt hatte. Mein Test. Nein, das war Quatsch. Play bitte. Da mein Test. So, und zwar gucken wir uns heute mal, ich muss erstmal für unser Let's Play downloaden, Lowcore Minecraft. So, Content Database, wir ziehen einfach mal die aktuelle Version direkt aus den Quellen herunter. GitHub müsste jetzt eigentlich kommen, oder? GitLab, ja, okay, also ja. So, von da können wir es ja ganz einfach klonen, Download und als ZIP kommen. Why not? So, dann öffnen wir das gleich mal nach dem Download und dann schieben wir es hier rein. Und ja, ist schon fertig. Das tun wir schnell. So. Jetzt haben wir Lowcore. Und das Ding können wir einfach mal direkt 1:1 starten. So. Okay. Spiel starten. Lowcore und da würde ich mal sagen Lowcore. Es sieht, lasse ich einfach mal frei und dann ja, auf los, legen wir los. So, legen wir mal los. So, fängt ja gut an. Okay. Ja, also so sieht die Welt aus. Man sieht schon sehr rudimentär. Oh, sogar Animation. Schon mit Wasser. Das Wasser ist aber extrem dunkel. Das ist aber kein klares Wasser hier, oder? Das ist doch garantiert Umweltverschmutzung und so. So, da hinten haben wir direkt den ersten Baum. Den krallen wir uns noch mal, weil man sieht, die Sonne geht gerade auf. Das heißt, die geht doch bald wieder unter. That makes sense. Gehen wir auf hier. So, genau, den Baum können wir schon mal nicht abbauen. Das heißt, wir genügen uns mal mit Blättern. Ja. Das ist schon mal so eine Eigenheit. Was? Find the Eckhorn. Was auch immer man damit jetzt machen kann, ich habe keine Ahnung. Und man sieht auch schon eins dieser typischen Spielkonzepte, was mir auch direkt aufgefallen ist. Wenn man Sachen abbaut, baut man sie manchmal nicht direkt ab, sondern man löst sie quasi erst. Das heißt, im Falle von Sand zum Beispiel. Ganz schön langsam. Okay. Brauchen wir dafür erstmal eine Schippe oder was? Aha, da sehen wir schon die ersten Stecker. Yay. Man klopft quasi Sachen erstmal weich, das heißt aus Sand oder aus Stein, aus Erde meine ich doch, also aus Stein auch, wird quasi erstmal loses Material, also loses Dirt oder loses Stein. Und diesen losen Stein kann man dann aufsammeln. So, jetzt haben wir hier die ganzen Stöcke, die müssen wir auch aufsammeln. So, und jetzt ist schon mal die erste Frage, wie war das jetzt? Also, wie gesagt, Rezept gibt's keins, Inventar gibt's keins. Ja, da ist kein Inventarbildschirm. Legen wir Items auf den Boden, um ein Stack zu erstellen. Sie werden auch nicht verschwinden. Das heißt, wenn man Sachen hier auf den Boden werft, pop, sind sie hier als Block, direkt in der Erde drinne. Rotieren auch nicht oder ähnliches. Und man kann sogar raufgehen, lol. Ja, wie gesagt, also ganz normale Blöcke. So, jetzt muss man jetzt kurz gucken. Genau. So, schleiche und droppe, um einen einzelnen abzuwerfen. Kennt man ja bereits, ne? Aus, so oft Leute aus den normalen. Achso, Items, die du aufhebst, werden zuerst in dem Slot gepackt, das du ausgewählt hast. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas abbaue und jetzt
mein, ne, den siebten Slot hinten ausgewählt hatte, kommt ja auch direkt in den siebten Slot rein und nicht in den Slot. Ist eine Sache, die ich persönlich ganz cool finde. Die könnt ihr ruhig auch bei meinem Test reinpacken. Crafting is done by building Rezept in Work. Achso, genau, das ist das, was ich sagte, dass man halt Sachen baut, indem man die in der Welt abbaut quasi. Und dann gibt es noch Order and Specify Phases of Placement may matter of. Ach du Scheiße. Das heißt, manche Rezepte, da muss man es nicht nur irgendwie anordnen, sondern auch richtig, also in der richtigen, die Sachen richtig rotieren. Ja, super, fängt das schon mal kacke an. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Stock, die packen wir jetzt hin, und wenn ich jetzt noch einen Stock draufpacke, wird daraus ein großer Stock. Kennt man vielleicht auch von den Slabs, ne? Wenn man zwei Slabs aufeinander packt, dann wird daraus ja auch ein Block. Und genau aus so etwas scheint dieses gesamte Spielsystem zu funktionieren. So, und jetzt müssen wir, wenn wir noch einen drauf. Ah, genau. Jetzt haben wir die kleine Hacke. So, und aus der können wir jetzt hier oben, ne, wenn wir so abbauen, geht das nicht. Das heißt, wir müssen von oben abbauen. Das ist natürlich schwieriger gesagt als getan. Kriege ich wieder das Gesamt abgebaut? Ja. Sand wieder abgebaut. Ah, genau. Hier sieht er, jetzt sieht man hier. Das ist normaler Sand. Und wenn ich den abbaue, wird daraus erstmal loser Sand. Macht natürlich keinen Sinn, weil es ist ja eine Strandsand ist ja sowieso lose, aber genau darauf basiert, wie gesagt, das Spiel. Jetzt können wir da uns damit hochbaggern und können jetzt von oben das Ding abbauen. Oder auch nicht. Ach ja, da war ja was. Genau. Man kann auch auf bestimmte Blocks. Oh, ja, Physik. Man kann auch auf bestimmte Blocks raufspringen. Und dann tun diese Blöcke etwas. Ich glaube, wir kommen dafür nicht hoch genug. Also, man muss da immer so ab und zu mal raufklicken. Hört man vielleicht doch, wie ich klicke. Dieses. Also, jetzt hört man gar nicht mehr, weil ich gerade runtergefallen bin. Das passiert irgendwie gar nichts. Muss man hier mit draufklicken? Ah! Okay, da hat man es gerade. Alter, dieser scheiß Zucker, dann geht man hart auf den Sack gerade. Geht das bei dem vielleicht auch, dass man das hier. Ah! Genau, okay. Das heißt, wenn man immer mal ein bisschen raufklickt, also ich drücke jetzt quasi nicht dauerhaft drauf, sondern klicke immer so ein bisschen drauf, wie man vielleicht auch sieht. Und wenn man das macht, dann wird quasi aus losem Material wieder festes Material. Also man klopft quasi den Boden fest. Und mit dieser Tätigkeit kann man halt auch nochmal Sachen machen, indem man halt zum Beispiel jetzt diesen Baumstamm hier, tada, in vier einzelne Teile zerbröckelt. Ja. Also wie gesagt, ne, man merkt schon, das Spiel macht sehr vieles sehr, sehr anders. Und ja. Ich merke jetzt gerade schon, vielleicht habe ich mir da zu viel vorgenommen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Holz. So, genau. Die Bodenstämme, die konnte man nicht auf abbauen. Das heißt, die Dinger, die im Boden drin sind, die kann man gar nicht abbauen. Finde ich ganz eine witzige Sache. Jo, ist halt so. So, jetzt packen wir mal. Genau. Jetzt packen wir dich dahin. So. So, jetzt schmeißen wir dich mal ab. Genau so. Und jetzt bauen wir dich hiermit auf. Okay, jetzt haben wir aber jetzt im Einzelnen. Ja. Gott, die Sonne schon am Untergehen. Kacke. Gibt hier eigentlich Materialien? Da hinten ist eine Höhle. Ich guck mal in die Höhle rein. Wenn ich Glück habe, gibt es hier tatsächlich sogar Kohle. Oh, nee, das ist Gravier. Ja gut, das lockt mich sind leider doch nichts. Gehe ich doch mal wieder raus. Ja, Feuer machen. Feuer machen war eine ganz witzige Sache. Also es gibt hier sowas wie Fackeln und so gibt es hier gar nicht. Soweit ich weiß. Also, ne, ich weiß halt auch um die Sachen, die im Tutorial standen, also in den Videos.
Und da habe ich jetzt quasi schon alles erzählt. Also, das Einzige, was halt noch ist, dass man halt Feuer machen kann, indem man Sachen, die brennen, irgendwo hinstellt, so zum Beispiel. Und jetzt muss man da irgendwie gegenschlagen. Ach nee, ich musste erstmal einen Stock hinbauen und gegen den muss ich jetzt schlagen. Making fire by moving sticks together. Genau, aber hat da nicht gerade nicht sogar funktioniert. Also Feuer sieht für mich anders aus. Scheiß die Wand an. Wir brauchen mehr Holz. Wir müssen mehr Bäume erledigen. Genau, bei dem Zusammenhang kann ich ja. Ah ne, kann ich nicht. Ich wollte gerade zeigen, wie man eine richtige Axt baut. Aber dafür haben wir gerade so wenig Stöcker. Das heißt, wir mal da hinten hingehen und mal ein paar Bäume abschlagen. Ja, hier geht es tief runter. So, dem geschulten Zugucker wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass es hier keine Lebensanzeige gibt. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch nicht implementiert ist oder gar nicht implementiert wird, es gibt hier kein Leben. Sondern wenn man sich verletzt, dann gehen quasi also hier unten gehen Plätze verloren. Das heißt, sobald man sich Schaden zufügt, wird random einer von diesen Slots quasi blockiert. Das, was da drin ist, wird gedroppt und man kann diesen Slot für eine gewisse Zeit nicht mehr verwenden. Man regeneriert sich aber quasi wieder. Ich muss mal ganz kurz, sorry, aber ist ja, geht ja viel zu schnell hier. Oh, scheiß die Wand an. Grant me set time. Haben wir noch gar nichts hier. So, was soll ich jetzt gerade sagen? Genau, wenn man sich dann quasi ein bisschen erholt hat, dann kommen diese Inventarplätze wieder zurück. Und das ist quasi das Leben-Überlebenssystem hier drin in dem Spiel. Yay, Stöcker. Man kriegt aber echt kaum Stöcker. Was soll man hier mit dem ganzen Gras? Vor allem, was soll man mit den ganzen Eiern? Kann man die essen? Kann man überhaupt irgendwas machen? Nee, ne? Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben mittlerweile. Oh, was ist hier los? Weg mit dir. So. Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt Kisten gibt. Falls halt die Frage, wie werden Kisten gebaut, ne? Ich meine, ich würde das natürlich hier einfach so, ne? Eine normale Kiste. Baut man ja so, aber das scheint nicht zu funktionieren. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt hier auf einmal eine Kiste kommt. Nichts passiert. ja, wir haben jetzt mittlerweile ein paar Stöcker. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal aus den Stöckern sowas machen. Und jetzt muss ich irgendwie hier platzieren, jetzt hier gegenschlagen. Genau. So. Ach, da kommt man dann auch Stöcker draus wieder. Okay, sehr schön.
So, jetzt hat man hieraus ein, was auch immer das ist. Head for Carfwooden Tool Head from Plank. Aber was für ein? Ist das jetzt das von der Schippe oder das von der Axt? Ich guck mal ganz kurz. Achso, was wir mit dem hier machen. So, das Witzige ist nämlich, man kann nämlich jetzt auch auf dem quasi bearbeiteten Block den Block weiter bearbeiten. Das sieht doch eher aus wie eine Schippe. So, wenn ich das Ding noch weiter bearbeite. Genau, das ist eine Axt. Also würde ich jetzt zumindest mal von der Form her sagen, dass das eine Axt darstellen soll. Das heißt, du kommst dahin, du kommst darauf. Und schon fangen wir langsam an, Platzmangel zu bekommen. Das heißt, dich räume ich mal ab und pack mal hier rauf. Und euch drei packe ich komplett weg. Ihr kommt dann einfach mal. Ja, weiß nicht. Da so hin. So, jetzt nehmen wir nämlich das Ding hier auf, packen das darauf und haben eine Axt. Das Ding nehmen wir, packen darauf und haben eine Schippe hoffentlich. Ach scheiße, fehlt ja gut an. Na, ich krieg den Fehler. Bleib halt da, Arschgeburt. So, und mit der können wir jetzt die Bäume, glaube ich, komplett abbauen, richtig? Ja! Ja, man sieht doch schon, man hat hier extrem Wert auf Physik gelegt. Das heißt, Sachen, findet man das, also fallen halt in sich zusammen, wenn sie nicht stabil genug gebaut sind, beziehungsweise, oh, mein Inventar ist voll. Ich leg mal, oh, ich hab die Sachen mehrfach. So, habe ich jetzt 10 Stöcke und hier kann ich jetzt das Holz hinpacken. So kann ich dich auch abbauen. Ne, sieht nicht so aus. Wo war denn jetzt der alte Baumstumpf? Der alte Baumstumpf war da hinten irgendwo, ne? Ach ne, den haben wir abgebaut. Alles gut. So. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt eine Axt? Ich versuche nochmal hier so ein Ding hinzunehmen. So ungefähr. Und jetzt noch ein paar Mal drauf zu hauen. Das sieht mir oft gesagt nicht aus wie eine Axt. Das ist eine Schippe. Das ist eine Axt. Das sieht doch schon besser aus. So, jetzt müssen wir hier wieder so ein Ding hinbauen. Bam. Mein Inventar ist langsam voll. Ich pack mal dich nach da. Und dich daneben. Wie gesagt, wie man Kisten baut, kein Plan. Das heißt, wir werden erstmal die Sachen einfach auf den Boden packen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja noch keiner da. So, jetzt haben wir eine wunderschöne Spitzaxt. Und jetzt kann ich mit der hoffentlich Gestein abbauen. Und da hinten sehe ich. Nee, ist alles hier. Das sieht aus wie Gravel. Das hier auch. Die Frage ist, warum kollabiert das nicht? Das müsste doch eigentlich kollabieren. Gut, die Frage ist, was mache ich mit dem Gravel? Das brauche ich eigentlich gar nicht. Also wenn ich mich jetzt hier mal so umgucke, also mir fällt zumindest erstmal kein keine Kohle oder so auf. Die Frage ist, gibt es in dem Spiel Kohle oder nicht? Ich würde mich gerne irgendwo reinbauen. Ich fange am besten hier an. So, jetzt haben wir diese wunderschöne Schippe. So, hier sieht man schon, wenn man die, der erste Schritt ist quasi so aus Gras Sand machen.
Diesen Sand kann ich jetzt auch mit der Hand bearbeiten. Und zwar kann ich jetzt daraus dann lose Erde machen und daraus dann abbauende Erde. Also. Ja, da fehlt uns natürlich wieder Inventarplatz. Das heißt, ich lege hier wieder Sachen ab. Hä? Ach, die können ja auch. Wow. Ich habe die beiden Sachen ja hier abgelegt, sind einfach runtergefallen. Also diese Physikansätze, ne, die sind schon geil. Also muss man schon mal so sagen, wie es ist. Du kommst nach da und du kommst nach da, ganz ehrlich. Fuck off. Das sind alles Sachen, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Sehr schön. So, hier brauchen wir wieder die Schippe. Ne, und alles, was halt lose ist, hat man jetzt gerade auch schon gesehen. Sobald es lose ist, fällt es auch runter. Deswegen, also dieses Spiel hat halt sehr viele neue Ansätze, die ich halt persönlich auch ultra stylisch finde. Also ich hoffe echt, dass aus dem Spiel echt was Krasses gemacht wird, weil das Spiel hat halt so unglaublich viele gute Ansätze. Das hat halt Potenzial. So, das ist auch wieder eine fliegende Erde. Das mag ich natürlich gar nicht. So. Perfekt. So, bauen wir mal hier die ganze Erde ab. Ich hoffe, das geht mit der Pickaxe. Sieht gut aus. Jetzt haben wir Kobbel. Jetzt haben wir Logenkobbel. Die kann man nicht ab. Ach so, da brauche ich wieder die Schippe für. Kann ich auch mit der Hand abbauen? Nee. Okay, das heißt, ich brauche wirklich Schippe und. Ach so. Ja, ich wollte gerade mit im Inventar meine Schippe nach links packen, geht aber nicht. Das heißt, ich muss die Schippe erstmal wegpacken. Dich wegpacken. Jetzt muss ich dich da in die Hand nehmen. Und dich da in die Hand nehmen. Sehr schön. Ja, das jetzt einmal Kobbel. Loser Kobbel. Kobbel. Loser Kobbel. Kobbel. Loser Kobbel. Es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Ja. Und ich habe jetzt noch keinen Plan, wie wir Licht machen. Also, ich meine, wir können jetzt nicht überall ein Lagerfeuer aufbauen. Siehst du, wir können mal gucken, ob wir das jetzt mit dem Lagerfeuer hinbekommen. Ich baue mal jetzt hier einen Sandblock hin, am besten hier drauf. Und jetzt mache ich hier so und jetzt zünde ich das Ding an. Funktioniert irgendwie gar nicht. Hä? Hallo? Ja, fängt ja cool an. Und das sind gleich. Ah! Das war's jetzt? Ernsthaft? Das war's ganze Feuer? Och, leck mich doch am Arsch. Nö, du. Also. Das hat schon besser funktioniert. Alle brauchen Licht. Geht doch. Sag bloß, diese Holzblöcke brennen nicht. Ich krieg eine Krise. Gut, dann versuchen wir es mal mit Holz. Ich sehe mittlerweile gar nichts mehr. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Habe ich jetzt mal eine Fläche genommen? Kommst nach da. Okay, Holz. Wir bauen mal hier ein bisschen Holz hin. Stöckchen haben wir da. Und dann zünde ich das einfach mal an. Ich mache das mal so rum. Ach, komm jetzt. Tja, gleich sind unsere Stöcker leer. Ich mache das mal so, ganz ehrlich. Ahem.
Yay! Sag mal. Ja gut, also das mit dem Feuer klappt nicht so sehr. Als ich das privat probiert habe, da hat es aber funktioniert. Na gut, was soll's. Dann können wir das schon mal vergessen. Da setze ich einfach mal die Zeitgeschwindigkeit auf 0. Set Time Speed. Speed 0. So. Okay, sehr schön. Sondern bleibt stehen, dann müssen wir halt ohne Zeit arbeiten. Oder kann es sein, habe ich hier Feuer deaktiviert? Hängt es damit zusammen? Gut, gucken wir mal in der nächsten Folge. Zeit ist schon wieder rum. Würde mich halt mal hart interessieren. Naja, bis dann.